Guten Tag, Frau Emmel. Guten Tag. Als erstes natürlich meinen ganz herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Masterarbeit. Ihre Arbeit wurde ja mit unserem Science to Standards Programm auch fachlich unterstützt. Daher meine Frage an Sie: Wie sind Sie eigentlich auf dieses STS-Programm aufmerksam geworden? Ja, vielen Dank zunächst. Ich hatte über die Miele und CKG schon immer Berührungspunkte zur Normung und fand die ganze Thematik damit eben auch schon länger interessant. Habe mich dann auch entschieden, die Masterarbeit in dem über diese Thematik eben zu schreiben. Und im Rahmen dessen bin ich eben über die Next Generation der DKE auf das STS-Programm gestoßen. Und da meine Masterarbeit eben inhaltlich auch gut da reingepasst hat, habe ich mich dann mit Frau Linke von der DKE eben zusammengesetzt und habe mit ihr gesprochen, ob da die Möglichkeit besteht, die Arbeit darüber fördern zu lassen. Prima, das hört sich doch gut an. Hat es seitens Ihres Betreuers irgendwelche Vorbehalte gegeben? Hat er Sie da unterstützt in dieser Arbeit? Weil es ist ja letztendlich eine Arbeit, die außerhalb der Hochschule gemacht wird. Nein, mein betreuender Professor Detlef Noll hatte überhaupt keine Vorbehalte. Im Gegenteil, er hat meine diesbezügliche Initiative sowie die Unterstützung durch die DKE sehr begrüßt. Prima, das freut uns natürlich. Nun hatten Sie ja auch im Verlauf Ihrer Arbeit hinter die Kulissen der Normung blicken können. Daher die nächste Frage: Inwieweit hat der Kontakt zur DKE und damit der Einblick in die Normung zum Erfolg Ihrer Arbeit letztendlich beigetragen? Ja, zum einen hatte ich mit Ihnen und eben auch mit Dr. Klaus Neuder hervorragende Ansprech- und Diskussionspartner, was mir eben weitere Aspekte und Blickrichtungen gewährte. Das war wirklich essentiell für die Arbeit nochmal. Und zum anderen hat aber auch die Zusammenarbeit mein Interesse für die Normung weiter geweckt, was rückblickend betrachtet eigentlich viel wichtiger war und eben auch meinen weiteren Weg geprägt hat. Dann hat sich ja offensichtlich das Programm für Sie auf alle Fälle gelohnt. Bei Ihrer Masterarbeit Analyse des Meldewesens von Medizinprodukteherstellern im Hinblick auf Security Advisories, die Sie ja an der Hochschule Hamm-Lippstadt erfolgreich abgeschlossen haben, hat ja der Fokus letztlich auf den Meldepflichten von Sicherheitslücken in Deutschland gelegen. Könnten Sie dazu bitte eine kurze Zusammenfassung Ihrer Arbeit geben? Sehr gerne. Cybersecurity-Bedrohungen stellen eben auch ein zunehmendes Risiko für vernetzte Medizinprodukte dar. Und die Hersteller solcher Geräte sind gesetzlich dazu verpflichtet, eben Vorfälle koordiniert offenzulegen. Im Security-Kontext ergeben sich darüber eben verschiedenste Herausforderungen, ganz besonders auch im Bereich des Reportings. Und Ziel der Arbeit war es daher, einen Überblick über diese Meldepflichten und Prozesse zu geben, die mit der Veröffentlichung von Security Advisories durch Medizinproduktehersteller eben einhergehen. Vielen Dank, sehr interessant. Vielleicht noch eine Frage so ganz zum Schluss. Wie hat die Arbeit denn Ihren weiteren Berufsweg beeinflusst? Ich gehe davon aus, Sie sind mittlerweile schon in einer Festanstellung. Werden Sie auch dort weiterhin in der Normung aktiv sein? Ja, nach Abschluss meiner Masterarbeit habe ich zum Medizintechnikhersteller Dräger in Lübeck gewechselt. Als Risikomanagerin muss ich mich dort eben mit einer Vielzahl von Regularien und Standards auseinandersetzen, um möglichst sichere Produkte zu entwickeln, was ja letztlich auch das Ziel der Normung ist. Und mein Wissen aus der Masterarbeit hilft mir dabei eben sehr. Mein Arbeitgeber ermöglicht es mir eben außerdem, in verschiedenen Normungsgremien mitzuwirken. Und der Kontakt zur DKE war dafür sicher auch entscheidend und eben auch die Masterarbeit. Ja, vielen Dank, Frau Emmel, für diesen Einblick. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Normungscommunity und freue mich natürlich auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke, Dr. Heusinger. Bis bald.